Rettung. Hi! Oh, ist es nass? Nein, es ist trocken. Es glänzt nur wie nass. Komm! Tolle Party! Meine Eltern kommen schon heute, hä? Meister Propper gibt dir Kraft. Mit Meister Propper Zitruskraft ist der Schmutz im Nu geschafft. Meister Propper putzt so sauber, dass man sich drin spiegeln kann. Du, wir kommen doch erst morgen. Bonjour, der neue von Edusho. Viel Gefühl für Kaffee. Viel Gefühl für Kaffee. Vergiss deinen Atem. Der neue von Edusho ist unwiderstehlich. Streicht sich zart, die ist streichzart und ist niemals hart. Sie kommt immer herrlich frisch auf den Frühstückstisch. Holland Butter Qualität. Gute Butter aus Holland. Herrlich, dass es sowas gibt. Gesunde Landcafé, Caro. Dazwischen ein Bäckel auf klärendem Eis, etwas Frisches und die Laune steigt. So wie es schmeckt, ganz klar und kalt, so erfrischend frech, ja, so ist Sprite. An dieser Stelle noch ein Hinweis für morgen, liebe Zuschauer. Aus aktuellem Anlass haben wir um 22 Uhr unser Programm geändert. Sehen Sie ein ZDF-Spezial mit dem Thema Wir hatten die Nase voll. Über DDR-Bürger, die ihr Land verließen, berichten Karl-Ludwig Peschke, Alois Theisen und Helmut Rumbach. Der zu diesem Zeitpunkt vorgesehene Sportspiegel wird auf den 17.08. 22.40 Uhr verschoben. Doch jetzt zum heutigen Abend. Liebe Zuschauer, nur mal eben Zigaretten holen will Dieter Hallervorden heute. Dass daraus ein längerer Ausflug mit vielen unvorhergesehenen Zwischenfällen wird, das können sich seine vielen Fans ganz sicherlich denken. Wir möchten Ihnen daher dringend empfehlen, Ihren Platz vor dem Fernsehapparat in der nächsten halben Stunde nicht zu verlassen. Andernfalls versäumen Sie nämlich die Didi-Show, das Programm mit Lachgarantie. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Danke, 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 danke. Ja, für meine heutige Show haben mich die Redakteure des ZDF gewissermaßen
an die Leine gelegt, wie Sie sicher sehen. Wieder aus Berlin, die Didi-Show. Ich bin mal gespannt, wem ich heute wieder so auf die Füße trete. Wenn ich mir das Programm von heute so ansehe, dann bin ich ziemlich sicher, dass ich morgen säckeweise Post bekommen werde von Fischen, Zigarettenautomaten und Schuhen, die sich alle in ihrem sittlichen Empfinden gestört fühlen. Ach, die warten wohl wieder auf diese idiotischen Einblendungen, was? Ich glaube, die haben da ein kleines Problem. Und so kann ich heute endlich mal so völlig ungestört zu Ihnen reden, ja? Die Komiker haben zwei Probleme. Erstens, sie müssen komisch sein und das immer. Stellen Sie mal vor, Sie gehen zum Fleischer, verlangen 3 Koteletts, zahlen und gehen. Wenn ich zum Fleischer gehe, ja, heißt es sofort, ha, guck mal, der Baby. Ich will nur 3 Koteletts, ja, aber ich muss komisch sein, sonst sind Sie beleidigt. Also erzähle ich einen Witz, zum Beispiel über Fleischer. Und meistens schmeißen sie mich dann aus dem Laden. Ich habe seit 3 Jahren kein Kotelett mehr gegessen. Es ist vielleicht eine der größten Ungerechtigkeiten dieses Jahrhunderts, dass Komiker immer komisch sein müssen. Aber stellen Sie mal vor, Sie wären Bestattungsunternehmer und müssten ständig mit so einem Gesicht rumlaufen. Würde man Sie ja womöglich glatt mit Ivan Lendl verwechseln, was? Zu spät. Viel Spaß! Ich gratuliere. Ich gehe nur mal eben schnell Zigaretten ziehen, Schatz, ja? Aber bleib nicht so lang. Nur schnell Zigaretten ziehen. Eine Minute. Schnell Zigaretten ziehen. Nur eine Minute. Mein Mann! Was? Liebling, ich wollte nur mal eben... Was ist denn das? Was denn? Was ist denn das, hä? Und was ist das? Was denn, Liebling? Guten Tag, ich kann... Ich wollte doch nur... Und was ist das? Liebling, ich kenne den Mann nicht. Was machen Sie im Bett meiner Frau? Ich wollte nur mal eben schnell Zigaretten ziehen.
Das ist gut. Kannst du mir erklären, worüber der lacht? Na, warte, Freundchen. Dich krieg ich. Na, warte. Dir werde ich zeigen. Wollt ihr doch. Aber ich wollte doch nur Zigaretten zu. Du ziehst keine Zigaretten mehr. Jetzt hab ich dich. Los, fass ihn, Paul! Ich bin lebendig! Ja, Didi, du schaffst ja noch nicht mal einen einfachen Sprung aus dem Stand. Dir würde ich schon die Hammelbeine langziehen. Dir würde ich zeigen, wie man sich auf dem aalglatten Boden des Showbusiness bewegt. Bitte sehr, mein Herr, was darf's sein? Also bei den Preisen hier muss man ja schon für die Tarsuppe einen Kredit aufnehmen. Aber sagen Sie mal, was ist denn das hier? Ostfriesen-Kaviar. Reis und dazu eine dunkle Brille. Tag. Bitte sehr, mein Herr, wäre Ihnen dieser Tisch recht, mein Herr? Ich denke schon, ja. Und, was darf ich Ihnen bringen? Ich hätte gerne ein paar Schuhe. Schuhe? Ja, schwarze Schuhe, Größe 41, aber mit elastischen Sohlen. Diese hier sind zwar noch ganz gut und schön, aber ich habe sie nun schon seit 20 Jahren. Ich meine, ich hänge irgendwie an Ihnen, ja, aber ich meine, es wird vielleicht doch langsam Zeit, dass ich mir ein paar neue kaufe. Finden Sie nicht, Fräuleinchen? So, und ob, ja. Aber wir verkaufen keine. Keine was? Schuhe. Ja, Schuhe, genau die will ich haben. Schwarze Schuhe, Größe 41, aber mit elastischen Sohlen. Meine Herren, dies ist ein Restaurant, und zwar ein Etablissement erster Klasse. Das bezweifle ich nicht, dass es ein Etablissement erster Klasse ist. Schließlich würde ich meine Schuhe ja nicht irgendwo kaufen, nicht? Also gehen Sie und holen Sie mir ein paar, Fräulein. Seien Sie mal so freundlich, nicht? Bitte lassen Sie mich doch erklären. Dies ist ein Restaurant. Wir verkaufen keine Schuhe. Schuhe? Ja, genau, die will ich ja auch haben. Schwarze Schuhe, Größe 41, aber mit elastischen Sohlen. Ja? Mein Herr, wir verkaufen keine Schuhe. Wir haben niemals welche verkauft. Und es ist höchst unwahrscheinlich, dass wir jemals welche verkaufen werden. Das wundert mich nicht so, wie Sie die Sache hier angehen. Sie sollten ein bisschen freundlicher sein. Sie haben großes Glück, dass ich noch nicht gegangen bin. Ach, von mir aus können Sie gehen und ziehen Sie diesen widerlichen Schuh wieder an. Bitte sprechen Sie nicht in diesem Ton mit mir, ja? Schließlich ist das hier ein Schuhgeschäft erster Klasse. Merkwürdig, mit diesen ganzen Tischen hier sieht es fast aus wie ein Restaurant. Es ist ein Restaurant. Und wenn Sie nicht sofort diesen widerlichen Schuh wieder anziehen, dann lasse ich Sie rausschmeißen. Was ist denn das? Was geht denn hier vor? Das ist doch wohl ganz offensichtlich. Diese Frau hier versucht, mich einfach rauszuschmeißen. Aber nein, das war doch ganz anders, dieser Halten Sie den Mund, Fräulein Mertens. Ich spreche mit dem Gast. Seien Sie still, oder ich sehe mich gezwungen, Sie zu feuern. Nee. Feuern Sie sie nicht. Also erschießen meinetwegen, aber nicht gleich feuern. Bitte, mein Herr, bitte. Sagen Sie mir, was genau sich zugetragen hat. Ich bin in meinem ganzen Leben noch nie so gedemütigt worden. Aber ich werde dafür sorgen, dass das bekannt wird. Und ich versichere Ihnen, ich habe sehr gute Beziehungen zum Bundespräsidenten. Tatsächlich? Ja, ich kenne seinen Hund.
Mein Herr, es tut mir furchtbar leid, dass wir Ihnen Unannehmlichkeiten verursacht haben. Bitte seien Sie heute unser Gast und bestellen Sie, was immer Sie möchten, auf Kosten des Hauses. Danke, das ist sehr großzügig. Und ich muss sagen, es ist genau die Behandlung, die ich ja eigentlich erwartet hatte. Fräulein Mertens, nehmen Sie die Bestellung des Herrn entgegen. Und? Was darf ich Ihnen bringen? Ich hätte gern ein Dutzend Austern, eine Flasche Champagner und ein schönes Tee, gut durchgebraten, aber nicht als Schuhsohle. Voilà! Napoleon Bonaparte, künftiger Herrscher von Frankreich. Na, ich weiß nicht, so feminin wie ich auslehe, gewinne ich ja nicht mal eine Kommunalwahl. Aber mon général, diese Frisur verspricht Kompetenz, Dynamik und Jugend. Na, sag mal ehrlich, würdest du von so einem Mann ein gebrauchtes Pferd kaufen? Nein. Na also. Und, Klo? So? Nicht mal ein neues Pferd. Ja, was mache ich bloß? Ich habe Ehrgeiz, ich habe Talent, ich habe die richtigen politischen Freunde, aber mir fehlen die Haare. Was sagst du dazu? Eine große Stirn für große Gedanken. Desolat, mon général. Wieso? Ja, niemand erwartet von einem Politiker, dass er denkt. Ach, da hast du auch wieder recht. Politiker lassen denken. Ja, natürlich, ja, klar, ja. Politiker hält schöne Reden, ja. Hält Kinder auf dem Arm. Ja, küsst den Popo. Ja, ist gut zu Tieren. Hm. Und wenn er aussieht, wie Mütter sich ihre Schwiegersöhne wünschen, ja, dann gewinnt er jede Wahl. Tja. Ich meine, für Vertreter nicht schlecht, ja? Hm. Aber vielleicht ein kleines Bärchen, so? Ein Bärchen mit so einem Bärchen? Ja. Mon General, wie ordinär. Wieso? Also, ihr seht aus wie ein Anstreicher. Ja, Göttler, Maelte, Anstreicher ist... Ich will mal sehen. Das kriegen wir doch vielleicht... Aber nicht die letzten Reste noch ausreißen. Mon General. Und Das klebt. Oh, das kommt. Et voilà, eine ehrliche Frisur, hinter der ein ehrlicher Mensch steckt, der ein ehrliches Haarproblem hat, wie jeder zweite Wähler auch, und immer schön den Hut tragen, sonst fliegt es weg, so, und das verdeckt unser kleines Problem völlig. Ja, meinst du wirklich? Oh, das ist gut. Ja, das ist nicht gut, das ist mein Magengeschwür. Diese Pose wird Europa erobern. Was heißt hier Europa? Mit dem Magen komme ich nicht mal bis nach Belgien. Und, hör mal, was ist eigentlich mit meinem Akzent? Ich dachte, es sei ein Sprachfehler. Idiot, das ist Korsisch. Wenn ich rede, dann versteht mich die Hälfte der Zuhörer nicht. Ah, und die andere Hälfte? Lacht. Aha. Wer euch nicht versteht, kann euch auch nicht falsch verstehen. Das ist wahr. Und wer heute noch über euch lacht, wird bald nichts mehr zu lachen haben. Das ist lachbarer. Wo liegt das eigentlich, dieses Korsisch? Korsika, das ist eine Insel im Mittelmeer. Ach, das ist ja interessant. Naja, eigentlich ist ja auch egal, woher ihr kommt, ob aus Korsika oder Oggersheim. Wo liegt das eigentlich, dieses Oggersheim? Am Rhein. Und hat das was mit mir zu tun, dieses Oggersheim? Aber bewahre, eher im Gegenteil. Ihr seid der große Führer einer großen Nation. Der berufen ist, Großes zu vollbringen. Das Große hat ab heute einen neuen Namen. Napoleon! Wie recht du hast! Herrgott nochmal, ich habe doch ausdrücklich gesagt, keine Störung. Tja, ich bin Ihr Nachtwächter. Würden Sie mir bitte diese Empfehlung für die Gehaltserhöhung unterschreiben?
Was ist los mit Ihnen? Warum gucken Sie so blöd? Das fragen Sie? Woher kenne ich Sie bloß? Kann ich wirklich Ihrem Gedächtnis nachhelfen? Haben Sie eigentlich Humor? Bitte? Wenn Sie das hier nachmachen, das wäre der Beweis. Nein, das wäre es eben nicht. Nein, nicht gleich wieder böse werden. Ich hab Ihnen doch nur meine kleine Macke mitgebracht. Und dann kommt die große? Okay, ich höre auf. Aber, Sie entschuldigen sich. Ich entschuldige mich. Sprechen Sie mir nach. Ohne Sie würde dieser ganze Laden hier zusammenfallen. Ohne Sie würde dieser ganze Laden zusammenfallen. Danke. Das reicht allemal für eine Gehaltserhöhung. Ach, entschuldigen Sie bitte, Herr Dompteur. Was ist denn in dem Käfig drin? Das ist kein Käfig. Nein, natürlich nicht. Was ist das denn? Das ist ein Bassin. Ein Bassin? Was ist denn das für ein Tier, ein Bassin? Das ist doch kein Tier, das ist ein Behälter. Ein Behälter? Aber warum sperren Sie ihn denn in den Käfig, den Behälter? Was drehen Sie denn da für einen Blödsinn? Wir sperren doch keinen Behälter in den Käfig. Also, aber entschuldigen Sie bitte, Herr Dompteur, ich habe Sie soeben gefragt, was ist in dem Käfig? Daraufhin haben Sie gesagt, das ist kein Käfig. Daraufhin habe ich gesagt, das verstehe ich, dass in dem Käfig kein Käfig ist. Und ich habe Sie gefragt, was ist das denn? Daraufhin haben Sie gesagt, es ist ein Bassin. Und ein Bassin ist ein Behälter. Also ist in diesem Käfig ein Behälter. Stimmt's oder habe ich recht? Sie haben nicht recht. Sie verstehen mich überhaupt vollkommen nicht. Ich will Ihnen mal in aller Ruhe erklären, was ein Käfig ist. Ja, also ein Käfig ist, in einem Käfig, da sperrt man zum Beispiel einen Löwen. Ist Ihnen nicht klar? Klar ist mir das klar. Aber ein Löwe ist doch viel zu groß. Wie wollen Sie ihn denn reinkriegen in den Käfig? Wir wollen doch hier gar nicht reinkriegen. Das ist doch kein Käfig, das ist ein Bassin. Ein Bassin? Ja, ein Behälter. Ach, ein Behälter. Ja, warum haben Sie denn das nicht gleich gesagt? Das habe ich doch gesagt. Das ist ein Behälter für Fisch. Nö, Herr Dompteur, das ist das Erste, was ich höre. Kein Wort haben Sie bisher von Fischen gesagt. Weil Sie mich nicht danach gefragt haben. Da habe ich Sie nach Löwen gefragt. Man wird doch wohl noch mal eine höfliche Frage stellen dürfen. Also gut, was wollen Sie denn nun eigentlich wissen? Ich möchte wissen, was in dem Bassin für Fische sind. Na gut, da ist ein Tintenfisch drin. Ein Tintenfisch? Wo ist denn der Tintenfisch? Da hinter dem Geröll, das braune Bilde, das ist er. Ah! Was? Der scheint ja tot zu sein, der Tintenfisch. Was? Ja, da ist ja auch gar keine Tinte drin in dem Bassin. Da braucht ja auch keine Tinte drin zu sein. Der Tintenfisch hält sie in klarem Wasser auf. Na, das ist doch wohl nicht möglich. Das ist nicht nur möglich, das ist ja Tatsache. Entschuldigen Sie bitte, Herr Dompteur, kennen Sie Bierfisch? Ja, allerdings kenne ich Bierfisch, ja. Sehen Sie, Bierfisch hält sich in Bier auf, häufig hält sich der Tintenfisch in Tinte auf. Nee, das tut er eben nicht. Der Name Tintenfisch rührt lediglich von der Tatsache, dass diese Tiere an ihrer Unterseite eine Drüse aufweisen, aus der sie im Falle der Gefahr eine schwarzbraune Flüssigkeit absondern. Und das ist Tinte? Nee, richtige Tinte ist es natürlich nicht. Also. Sehen Sie, das habe ich mir doch gleich gedacht. Woher soll denn auch das Tier die Tinte kriegen, nicht? Das wird vielleicht Schokolade sein. Natürlich. Ja. Und woher soll es die Schokolade kriegen? Ja, was fragen Sie mich? Bin ich ein Tintenfisch? Da wird vielleicht mal ein Schiff untergegangen sein mit einer Ladung Schokolade an Bord. Und das Tier hat sich den Bauch damit vollgeschlagen. Ja, natürlich. Ja. Vielleicht hat das Schiff ja aus der Schokolade zufällig auch noch Tinte an Bord gehabt, wa? Naja, nun frage ich Sie, Herr Dompteur, wenn ein Schiff untergeht, mit einer Ladung Schokolade und mit Tinte an Bord, und Sie kommen zufällig vorbei, so als Fisch meine ich natürlich nicht, wonach würden Sie wohl schnappen? Nach der Schokolade oder nach der Tinte? Na, nach der Schokolade. Mensch, ich könnte so auf alles. Jemand ist das Tinte, was der Fisch hier absondert, und damit basta. Haben Sie sonst noch irgendeine Frage? Ja, die habe ich. Bitte. Sie sagten vorhin, die schwarzbraune Flüssigkeit, die sondert er im Falle der Gefahr ab. Ja, das tut er ja auch. Sondert er die nun auch ab, wenn keine Gefahr ist? Nee, natürlich nicht. Ja, wie ist denn das nun? Schießen Sie vielleicht manchmal auf ihn? Auf wen? Auf den Tintenfisch? Na, wie kommen Sie denn darauf? Oder stechen Sie ihn mit einer Lanze? Na, haben Sie einen Fropf auf der Hypophyse oder was? Haben Sie irgendwie ein Ding laufen? Also wenn er nicht absondert, woher wollen Sie denn dann wissen, dass er absondern würde,
weggefahren wäre. Weil er aus einer Familie von Fischen stammt, die das alle tun. Das ist doch kein Beweis. Und überhaupt, da schwimmt ein Fisch in dem Bassin. Der Fisch hat an seiner Unterseite eine Drüse, in der sich schwarzbraune Tinte befinden soll. Nun frage ich Sie, ob die überhaupt verkorkt ist, diese Drüse. Verkorkt? Ja, wenn sie nicht verkorkt ist, dann ist die Tinte ausgelaufen oder eingetrocknet. Und überhaupt, ein Organ, das nicht gebraucht wird, verkümmert. Das wissen Sie doch selbst, Herr Monteur, nicht? Ja. Was soll das? Das Ganze ist ein übler Reklametrick. Da schwimmt ein Fisch in dem Bassin. Er soll klares Wasser und sondert infolgedessen keine Tinte ab. Aber er heißt Tintenfisch. Warum heißt der Tintenfisch Tintenfisch, Herr Dompteur? Warum heißt er nicht Makrele? Was? Makrele ist auch ein Fisch, soll auch klares Wasser und sondert infolgedessen keine Tinte ab. Stimmt's oder habe ich recht? Ja, ja, natürlich. Das soll also eine Makrele sein. Ja, oder so ist es ja. Gwendolin, komm doch mal ganz kurz rauf. Ja? Ich will dir meine echte Gefahr zeigen. Ja? Nun erschrecken Sie noch mal. Da, hier, da, hier. Es nicht. Oder fanden Sie das Game witzig? Ja? Dann gehören Sie zu den 0,2%. Gratuliere. Auf die Plätze! Fertig! Los! Ich hatte sie mal nicht alle. Tut mir leid, Jungs. Los, hinterher! Ja, nimm! Ja, Wer ist in die Kabinen eingebrochen? Gleich haben wir! Ah, Zigaretten. Nur mal eben schnell Zigaretten ziehen. Da ist er! Bleib stehen, du Dünngurker! Ach. Schau mal an, der gute alte Wäschetrick. Ja. Den hatten wir seit Jahren nicht mehr. Ja. Ich weiß zwar nicht, wovon Sie, aber wenn Sie wüssten, was ich so... Na, dann wollen wir Ihnen mal ein bisschen behilflich sein. Ja. Na, wird's denn auch gehen? Vielen Dank. Danke, sehr nett schon. Willkommen daheim. Oh, das ist wirklich ein furchtbares Missverständnis. Na, für die Hose hat es wohl nicht mehr gereicht. Ich wollte nur mal eben schnell Zigaretten ziehen. Ja, nur eine Minute. Ja, ja. Ich wollte wirklich. Hallo, haben Sie wenigstens eine Zigarette für mich? Eine, bitte. Danke. Ach so, und noch ein bisschen Feuer? Tschüss.
Dankeschön. Tja, langsam nähern wir uns unwiderruflich dem Ende. Ich glaube, heute ging es wirklich rund. Hoffentlich hat es Ihnen auch ein bisschen Spaß gemacht, ein ganz klein bisschen wenigstens. Aber ich denke, heute kann ich getrost sagen, diese Sendung war echt spritzig, oder? Oh, das war's dann mal wieder. Guten Abend. Spieler spielen, du gewinnst, du bist schön mit Jade. Die Nacht, sie liebt den Farbenglanz, fühl dich gut mit Jade. Setz die Nacht im Feuer, mein Herz brennt. Du kannst der Sieger sein, du bist schön. Baby, komm zu mir, ich gehör nur dir, keiner außer dir, yeah. Ich verlasse mich voll auf Jade. Hallo Freunde, habt ihr mich vermisst? Jeden Sommer bin ich in meiner geheimen Werkstatt und mache die tollsten Überraschungen. Da gibt es nichts, was ihr schon kennt. Und in jedem siebten Ei, oh, ist mein geheimstes Geheimnis. Das wird diesmal ganz bestimmt nicht verraten. Kinderüberraschung, wieder neu, ab 15. August. Was ist denn los? Du brauchst so was Frisches. Ah, Wrigley's Spearmint. Du schmeckst die Frische, sie wird riesengroß. Nimm Wrigley's Spearmint und dann geht es los. Tu, was du willst, komm, fühl dich frei. Mit der großen Frische bist du voll dabei. Wrigley's Spearmint, der große Geschmack, der riesenfrisch macht. Wrigley's Spearmint, komm, komm, komm. Nimm die große, echte Frische. Meine Zähne können sich sehen lassen. Dass es die dritten sind, weiß nur ich. Ich pflege sie Tag für Tag mit der gleichen Sorgfalt wie mich selbst. Mit Corregatabs, mit der Bioformel. Die sprudeln sauber, die sprudeln frisch. So lasse ich mich gerne sehen. Corregatabs, gepflegt vom Kopf bis zu den Zähnen. Sie wurden zur Mutter des Jahres gewählt. Warum? Ja, weil ich mit dem Moulinex Automatikentsafter endlich jedem von euch Früchtchen seinen Lieblingssaft zaubern kann. Ganz frisch. Im Handumdrehen. Moulinex. So einfach geht das. Machst du dir gerne einen Quarker oder einen Fruchtsalat? Da kommen keine Kalorien dran. Na, Tränen parat. Genieß das süße Leben. Es ist leichter mit Natrin. Ja, Natrin macht das süße Leben leichter. So, und jetzt Nies. Ah, der Herr macht ein Päuschen. Und was ist mit meiner Torte? Ja, was ist denn das? Schauen so jetzt unsere Torten aus? Oh, was für eine zarte Creme. Und dieser leichte Biskuit. Ein Meisterwerk, Junge. Hast doch etwas bei mir gelernt. Sag ja zu Yes. Thank you.
schönen Abend. Guten Abend. Abschließen. Guten Abend. Dankeschön.